Hey Leute, herzlich willkommen zu The Block. Das ist ein sehr minimalistischer City Builder. Den gibt es für 2,39 € auf Steam. Ich habe schon vor längerer Zeit einen Key bekommen. Und ich dachte mir, ich mache da jetzt mal ein Video zu. Und vorab, sehr wichtig zu sagen, es gibt keine großen Herausforderungen. Es gibt nichts zum Freischalten. Das ist einfach nur so ein kleines Spiel, was man zwischendurch mal für ein paar Minuten spielen kann. Mehr will es auch gar nicht sein. Das war jetzt auf jeden Fall sehr wichtig, das schon mal am Anfang zu sagen, um nicht irgendwie... Also, man muss halt wissen, was einen erwartet, ne? Ich sag's mal so. Gut, wir probieren das Ganze mal aus. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Hier kann man auf jeden Fall die Größe wählen. Und hier können wir uns anschauen, wie das alles so ein bisschen funktioniert. Mit Q und E können wir das drehen. Alles klar. Starten wir einfach mal rein. Gut. Also. Wir können hier Gebäude hinsetzen. Kann ich denn... Ach, mit R kann ich komplett was Neues bekommen. Alles klar. So. Mit H kann ich das dann auch ausblenden. Mit der rechten Maustaste kann ich hier durchschalten. Und womit fangen wir denn mal an? Machen wir das mal so. Ich glaube, die größeren Gebäude setze ich einfach so ein bisschen dann auch in die Mitte. Und so die anderen Sachen. Also kann ich... Abreißen kann ich aber nichts. Gut, dann sollte man, wenn man da halt irgendwie was Bestimmtes bauen will, schon... sich im Voraus gut überlegen, wie man das machen möchte. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich baue von groß nach klein. Also von innen nach außen, von groß nach klein. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wann das vorbei ist. Ich denke mal, das ist vorbei, die Runde, wenn man hier alles zugebaut hat. Und wie ich schon sagte, das ist halt wirklich... Man setzt hier einfach entspannt so ein paar Sachen hin, vertreibt sich ein paar Minuten die Zeit. Und das war's dann auch schon. Dann gucken wir mal, ob das wirklich jetzt gleich Ende ist. Stadt gebaut. Gut, und mit R kann man dann direkt das Ganze nochmal machen. Es ist jetzt auch scheinbar nicht so, dass sich irgendwie die Gebäude dann weiterentwickeln oder so. Man baut sich halt einfach so ein bisschen was zusammen. Im Prinzip, man versucht halt möglichst irgendwie schön was zu bauen, was einem gefällt. Und das war's dann auch schon. Gut, was haben wir jetzt hier? Ah, die Teile können wir auch drehen. Okay, Moment. Also ja, ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Es wäre halt schon sehr nett, wenn
generell mit diesem System könnte man halt schon ein bisschen mehr machen. Das Ganze wirkt auch eher mehr so ein bisschen wie so eine Tech-Demo. Fehlt jetzt nur noch das Spiel. Aber gut, das steht auch ganz klar auf der Steam-Seite. Das ist einfach nur so ein bisschen hier so sich ein bisschen die Zeit vertreiben. Einfach ein bisschen überlegen, wo man dann hier die Sachen hinsetzt. Was einem so gefällt. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Gut, da brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig was zu sagen. Auf jeden Fall, das hier machen wir noch fertig. Ich glaube, ich lasse hier so den Wald so ein bisschen auf der Seite. Ansonsten könnten wir hier noch sowas hinsetzen. Das erinnert sich halt auch so ein bisschen von den Gebäuden dann. Das sind dann halt auch nicht immer dieselben. Ja, im Prinzip ein bisschen gucken, dass auch was zusammenpasst. Ich baue jetzt hier einfach nur so ein bisschen vor mich hin. Um das jetzt hier auch noch fertig zu kriegen. Und dann haben wir ja auch schon was gebaut. Es gibt jetzt auch irgendwie keine Highscore-Liste oder sowas. Oder nicht, dass sich Sachen großartig verändern. Das wäre vielleicht noch interessant, dass die Gebäude oder dass quasi die Zeit läuft und dass sich die Gebäude dann zusätzlich noch so ein bisschen verändern könnten. Wäre auf jeden Fall eine coole Idee, aber wie gesagt, es wirkt halt auch so ein bisschen mehr eher wie so eine kleine Tech-Demo, wo man einfach mal so ein paar Sachen platzieren kann. Ist natürlich, kommt natürlich immer drauf an, wenn man Anspruch hat, man will ein Spiel, was auch ein bisschen eine Herausforderung bietet, wo man ein bisschen was überlegen muss und wo man dann auch wirklich ein Ziel hat. Für die Leute ist das halt natürlich nichts, aber einfach mal so ein paar Minuten Zeit verbringen, indem man sich hier so ein bisschen was schön baut, ohne irgendwie Punkten hinterher zu rennen oder irgendwelchen Herausforderungen. Ich meine, das kann ja auch mal ganz nett sein, sondern einfach nur mal, dass man einfach nur mal guckt, okay, was würde denn jetzt schön aussehen und lässt sich so ein bisschen Zeit damit. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Gut, mehr brauche ich da jetzt auch nicht zu zeigen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.